Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute mit dem Thema Ich mache weiter mit YouTube. Aber bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen, ach, was machst du denn weiter? Du hast doch gesagt, du machst doch nicht weiter, muss ich euch erzählen, warum ich diesen Schritt gewählt habe. Ihr wisst ja, die YouTube-Struktur gefällt mir nicht. Es gibt viele Leute auf YouTube, die nur auf Profit aus sind, auf Geld aus sind, auf Abonnenten. Manche YouTuber benutzen Titten als oder Brüste oder irgendwelche Frauen in ihre YouTube-Bilder, packen dann komische Titel rein, die viele Klicks bringen und so weiter. Ich habe euch gesagt, das gefällt mir alles nicht und deshalb habe ich auch gesagt, dass ich nicht weitermachen möchte mit YouTube. Jetzt habe ich aber gemerkt, ich habe in diesen ganzen Jahren auf YouTube eine kleine Community aufgebaut, eine kleine Fangemeinschaft. Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Und ich habe mir gedacht, hey, mit YouTube kann man doch auch Gutes bewirken. Und das heißt, dieses erste YouTube-Video sozusagen nach meiner angeblichen, wo ich angeblich gesagt habe, dass ich meinen Kanal schließen werde. Dieses Video wird wahrscheinlich bestimmt polarisieren. Deshalb werde ich heute auch ein Thema ansprechen und will einfach helfen mit meinen Videos. Und heute möchte ich euch gegen Fremdenhass ein bisschen aufklären. Und zwar, wenn man 2000 Abonnenten hat, da gibt es doch den einen oder anderen, der natürlich Hass auf Ausländer hatte. Da ist mindestens ein oder zwei, vielleicht auch mehrere dabei. Und die Leute, die das Video schauen, es sind bestimmt nicht nur jüngere Zuschauer, sondern auch Leute von der rechten Ecke, von der Neonazi-Schiene dabei, die dieses Video sehen. Ich werde noch ein paar Text reinpacken, NPD, Nazi und so weiter, damit auch ein paar Nazis dieses Video sehen. Dieser Fremdenhass, der in Deutschland existiert, ist ja bei vielen immer noch verbreitet. Also viele Leute haben immer noch Vorurteile gegen Ausländer. Aber jetzt mal möchte ich eine Gegenfrage stellen. Die Leute, die im Krankenwagen sind, die Notarzt gelernt haben, die Arzt gelernt haben, die keine Ahnung, anderen Leuten das Leben retten, das sind doch meistens Ausländer. Ne? Wenn ein Neonazi in Deutschland einen Herzinfarkt bekommt, ne, nehmen wir mal so einen 60-jährigen Neonazi und plötzlich kriegt er einen Herzinfarkt, dann wird er doch jedes Mal von einem Ausländer gerettet. Aber diese Leute haben was gegen Ausländer. Obwohl die Leute die ganze Zeit Leben retten. Die retten Deutschen das Leben. Aber Deutsche schüren Hass gegen Ausländer. Wo ist da bitte die, wo ist da die Logik? Es gibt keine Logik. Die Leute, natürlich, das ist bei den Nazis so, die brauchen, die brauchen halt irgendwas in ihrem Leben. Und da haben sie halt ihr Nazitum, ihre Nazi-Freunde. Da reden die über Adolf Hitler und da früher war alles besser und so weiter. Und die machen natürlich den Ausländern, die geben den Ausländern die Schuld. Und das ist einfach der falsche Weg, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Deshalb mache ich dieses Video, damit ich einfach mal den Leuten sage, die auf den rechten Pfad gedriftet sind, dass ihr ganz schnell umdriften sollt und aufhören sollt, rechts zu denken oder besser gesagt rassistisch zu denken. Rassismus darf nicht toleriert werden, in keinem Land dieser Welt. Rassismus ist furchtbar, ganz ehrlich, ist eine furchtbare Sache und da habe ich absolut kein Verständnis, Leute. Wenn ich irgendwo sehe, dass Rassismus verbreitet wird, ne? Ich bin nicht besonders stark, aber was soll ich machen? Ich mach da mein Maul auf. Ich mach mein Maul auf. Aber es ist ja so, es gibt ja die Partei NPD. Das ist ja eine. Ja, das sind alles Nazis in der Partei. Muss man wirklich mal so sagen. Abschaum.
Aber diese Menschen waren ja auch mal Kinder. Ne, die ganzen Neonazis in Deutschland waren mal Kinder. Und ich möchte einfach sagen, man kann jedem Nazi helfen. Ne? Jeder Nazi kann sich ändern und sollte sich ändern. Und wenn ein Nazi dieses Video sieht, dann sollte er auf jeden Fall ganz schnell umdenken in seinem Leben und sagen, hey, stopp, du hast recht, der junge Zocker. Was ich getan habe, war scheiße. Rassismus ist scheiße. Ne? Genau. Sag einfach Nein zu Rassismus, das ist heute meine Botschaft. Und ich werde noch weitere Videos machen, vielleicht auch Themen über Muslime in Deutschland. Und einfach meine mickrige Reichweite nutzen, um Leuten zu helfen. Organspende und so weiter. Ich werde noch viele Themen ansprechen, noch viele Themen. Und auch kleinen YouTubern werde ich helfen. Und dann werden wir mal schauen, was ich alles noch so mache. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag Nein zu Rassismus. Ich hoffe, du bist auch gegen Rassismus. Ciao.